Ich hab nicht aufgepasst, wer dran ist. Oh, wir sind Legenden, weil wir immer vergessen oder ich immer vergesse, wer dran ist. Ich weiß auch nicht, wer dran ist. Nimmst du gerade auf? Ja! Ja, auf jeden Fall sind wir Legenden und willkommen zu Tech It Legends. Ich bin Torgix, das ist Multi, das ist schön. Das ist schön. Denkt dran, euch die Playlist mal anzuglotzen und bei Torgix auch mal vorbeizuschauen und ja, das würde ich euch sehr empfehlen. Also die Playlist anzugucken. Jede Folge, ohne Ausnahme. Ohne Ausnahme. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, es gibt auch noch ein anderes Projekt. Das heißt Tech It Live Plus. Da gibt es noch ältere Folgen, die ihr bestaunen könnt. Ja, ganz viele. So, aber es gibt sogar kein Ticket Light Plus. Was ist das? Wo kriegt man das her? Unter dem Video, wo ich das gemacht habe, steht alles in der Beschreibung drin, so richtig schön detailliert und aufgeräumt. Aber Tech It Legends ist, glaube ich, jetzt tatsächlich auf der Startseite vom Technik Launcher. Das kann man eigentlich nicht übersehen. Ja, das, wer das nicht kennt, weiß ich auch nicht. Ladet euch den Technik Launcher herunter. Los! Ende des Tutorials. Ihr downloadet ich den einfach. Hä, im AT Launcher steht gar kein Tech It. Ja, genau. Den habe ich noch nie ausprobiert. Muss ich mich jetzt mal outen. Die Beast gibt's ja jetzt im Curse-Clan. Wow! Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich finde es trotzdem cool. Das ist halt irgendwie ein... Auch da ist ein Super Beast-Launcher mit drin irgendwie in diesem Ding. Keine Ahnung. Okay. Ich habe 4 Etched Quarried Stone. Das ist schön. Sehr schön. Dabei weiß ich gar nicht, was das bedeutet. Ich glaube, ich komme jetzt nach oben. Und dort werde ich toben. Vor Freude, weil wir so viel Zeug haben. Ja, ich habe 64 und 13. Also ein Stack und 13 Redstone. Damit kann man doch definitiv arbeiten. Ja, das reicht noch für einen Generator. Ey, wo komme ich denn hier raus jetzt? Ich will nach oben. Würde es mit der Treppe versuchen, ja. Ah, hier ist die Treppe. Snappe. Schleppe. Schleppe. Ich lasse einfach so Lava runterlaufen mit einem Eimer. Dann werde ich dich schlagen. Aber Lava fließt so langsam, da kannst du dann vorwegrennen. Ja. Muss ich mir noch was anderes einfallen lassen. Ich hab morgen zur zweiten Stunde. Ich hab Freitag immer zur zweiten Stunde. Du Arsch, ich nicht. Das finde ich jetzt überhaupt nicht gut. Und dann sind es auch nur 2 Blöcke. Dann ist Blöcke. Halt, Freitag ist halt wirklich der chilligste Schultag überhaupt. Ich hab halt immer zum zweiten, dann hab ich halt um 9.55 Uhr Unterricht. Um 9.55 Uhr wird zurück. Was? Und dann ist halt Fachtheorie. Und dort machen wir meistens was mit Photoshop oder machen halt irgendwelche. Das ist natürlich cool, sowas hatten wir nie. Und ja, wir sind halt eine Multimedia. Klasse. Multimedia! Oh. Multimedia! Oder halt irgendwie, wir lernen irgendwas über Kameras oder fotografieren oder so. Und danach haben wir halt eine Stunde Geschichte und dann Schulschluss. Alter. Okay, das ist natürlich krass. Okay, oh oh. Oh oh! Kann man hier Barrels machen? Guck doch einfach nach. Ah, oh, ich habe gar kein Schwert. Ah! Das ist ganz cool, dass man Barrels macht, gerade ja. Dann kann man wenigstens Cobblestones mal loswerden. Ja, so. Das wollte ich auch machen für Cobblestone, eine Barrel. Ich muss mir jetzt erstmal ein neues Schwert bauen hier. Ja, das kannst du tun. Aus Holz. Kannst du es aber auch lassen.
So, und dann muss ich mir mal hier Eisen nehmen. Am besten 6 Eisen. Und dann mache ich mir mal 2 Eimer. Vollem Eimer ist das hier. Ja, richtig. Haben wir irgendwas, was man essen kann? Irgendetwas. Kann man dicke Resinen essen? Oh. Kann man das setzen? Nee, schade. Stimmt, das war ja was. Ich könnte ja mal versuchen, etwas Richtung Essen, also nicht die Stadt, sondern etwas zu essen zu beschaffen. Das wäre schön und ich wollte ja jetzt deswegen habe ich einmal gemacht, ich hole jetzt Wasser und dann fange ich eine kleine Farm an. Ja, sowas in der Art meinte ich eigentlich auch. Hemp habe ich gefunden. Was kann ich mit Hemp machen? Also Kaktusgrün. Also machst du das jetzt, dann mache ich jetzt meine Maschinen da, oder? Joa. Das kannst du durchaus tun. So, Generator, ne? Generator. Generator. Und danach eigentlich am besten eine Bedbox, oder? Ja, zum Beispiel, dann könnten wir das zumindest schon mal effizienter speichern. Ja, würde ich sagen. Droppen die jetzt alle nur ein Fleisch, ey. Was für Loser. Dropp mehr Fleisch, du feige Sau. Niemand nennt mich eine feige Sau. Hier, Fleisch. Niemand nennt mich eine Feige. Das ist blödes Obst. Ich mag das nicht. Ja, die Feige hat mehr Fleisch gedroppt. Sticky situation. Hast du schon wieder deinen Penis an den Toaster geklebt oder was? Warum an den Toaster? Die dümmsten Yahoo-Fragen. Hilfe, ich habe meinen. Ich kriege meinen Penis aus dem Toaster nicht mehr heraus. Nicht bewerten, nur helfen. Ich glaube, ich habe die Frage schon mal irgendwo gesehen, leider. Also Clemens Alive hat er, glaube ich, da mal ein Video drüber gemacht. Dieser Spasti? Ja, der Spasti. Nicht irgendein anderer? Der hat mir, als wir in Köln waren, die falsche Richtung gesagt. Was? Und so der hat ein die Arsch. Bahn in die falsche Richtung gelenkt. Ja, das werde ich ihm nie verzeihen. Oh, jetzt wird's langsam, aber knapp. Ich kriege da Marge und das finde ich nicht gut. Blamage ist eine Blamage. Verstehen. Ich habe hier noch mehr sticky Regine. Regine ja? Habe ich. Gib hier mal noch. Her. Und ich habe auch noch Rubber. Rubber habe ich auch noch. Ja, aber da kann ich nichts mit anfangen. Ich habe keinen Extractor. Noch hast du keinen Extractor. Noch. So, ja, Fleisch hier reingehauen und dann guck ich mal hier. Dann sollte ich vielleicht tatsächlich sogar nicht irgendwie ein Electric Furnace oder so ein Scheiß machen, sondern direkt nachdem ich eine Bedbox hab, einen Ding, ne? Wäre vielleicht gar nicht so doof, ja. Ach, jetzt habe ich keine Feldhacke gemacht. Ich Vollidiot. Ich glaube, ich mach nicht mal eine Bedbox, sondern direkt erstmal einen Extractor. Die nächsten Industrial-Craft-Maschinen, dann habe ich gleich schon mehr Rubber. Ja, stimmt, da können wir da definitiv sehr viel effizienter drauf eingehen, ja. Ja, für wahr. So, ich habe ja so ein Fleisch und dann nehme ich mal hier die 2 Saphire und mache da mal eine Feldhacke draus. Ja, ich kann das. Ach, kann ich gar nicht. Ach doch, kann ich. Ja, ich kann das. Ach, kann ich gar nicht. Time to farm. Team to farm. Wollen wir mal eben ganz kurz nennen. Penis.
Uno momento. Und dann mache ich auch nochmal das hier. Bitte, Query Stone. Hey! Genau, du schmeißt mich aus dem Bett und dann legst du dich auch ins andere. Ich hab dich aus dem Bett geschmissen? Ich hab dich doch nur mit einem Eimer geworfen. Aber ich bin dadurch rausgeflogen. Oh, nicht schlecht. Die fiesen Eier. Lecker Eier! Schöne Ausgesehen. Ja, so ein leckeres Spiegelei hätte ich jetzt auch ganz gerne. Das ist tatsächlich die einzige Szene, an die ich mich überhaupt aus Digimon erinnern kann. Das war bei einem Hörspiel. Ich habe nie Digimon gesehen. Okay. Ich auch nicht. Ich war nur mal bei einem Kumpel, der ein Digimon-Hörspiel gehört hat. Und da kann ich mich nur daran erinnern, dass irgendwie das da drin vorkam. Dass jemand gesagt hat. Lecker Eier! Ach so, das. So. Ich hatte bisher immer nur sowas wie Pokémon und ein klein wenig Yu-Gi-Oh! Habe ich geguckt, aber auch nur so ein klein wenig. Oh, habe ich überhaupt schon einen Copper? Ah, genug. Mehr als genug. Aber ich habe schon damals Denk-Memes geguckt. Warum? Die gab's da zwar noch gar nicht, aber ich habe sie trotzdem geguckt. Richtig krass. Ja, ne? Richtig krass. Sass. Wie pflanze ich den Hemp nach? Kann ich das überhaupt nachpflanzen? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Probier's aus. Hab ich. Otto. Digga, hab ich, aber funktioniert nicht. So. Ich habe nun einen Generator gebaut. Ach ja, Flexseeds hatten ja wieder ihre Sonderwünsche. Das geht nur, wenn er schon feucht ist. Ah, hier gibt's sogar diesen Centrifugal-Extractor, das ist geil. Die muss es hier geben. Die wollen wir haben. Die erweiterten Sachen da, die sind schon. So, pass mal auf. Hier, ich hole noch mal ein paar Samen. Wenn du noch irgendwie Samen hast. Immer. Ständig auf Produktion. Ständig auf Produktion. Das Wortspiel. Mann, ey, ich habe hier so viel Unkraut jetzt schon zerhauen und ich habe einen Samen. Jetzt habe ich zwei Samen. Ey, Güssi. So. Und ich habe Wolle. La, 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 la. Das Sand, ich hole Sand. Am Strand. Ich mach mal ein paar Tipps mehr. Ich brauche nämlich 4 Tree-Tabs für den Extractor. So etwas passiert auch mal, dass man das braucht. Ja, das würde ich jetzt gar nicht bezweifeln, groß. Weit? Warum machst du ständig Anspielungen auf Michael? Hm? Ja, der hat mich bezahlt. Das ist Product Placement. Ah. Ja, ganz genau. Michael ist ein Produkt. Kauft ihn. Ja. Und jetzt fragen die sich, wer ist Michael? Jetzt habe ich auch aus Versehen den Generator platziert und ich will ihn jetzt aber nicht abbauen. Könntest ihn zwar abbauen, wenn du Pech hast, kommt da irgendein Scheiß raus. Ein Meshing Frame kommt da wahrscheinlich da raus. Oder, nee, Meshing Block heißt es ja. So. Also ich habe jetzt gepflanzt. Nein. Und das bedeutet. Ich komme mit Knochenmehl. Ja. Du kommst. Mit Knochenmehl.
Die Betonung liegt auf Knochenmehl. So, pass mal auf, ich mache jetzt hier nochmal einen Gang. Danke. Oh ne, so viel Wasser habe ich leider nicht dafür. Wofür ist Flachs nochmal gedacht? Seide kriegst du da dann raus. So ein Flachs. So. Dann mache ich hier nämlich auch nochmal einen Gang raus. Weil ich so faul bin zum Laufen. Aber nicht zu faul zum Saufen. Nee. Das stimmt. So. Jetzt habe ich vier Brote. Und nun in meinem Magen sind es Tote. Tote Brote. Aber ich bin jetzt gesättigt. Vorher. Okay, das ist doch schön. Wir haben hier auch noch einen Ofen stehen. Ich glaube, ich baue den mal ab und bringe den nach oben zu uns. Glaube ich. Ob ich das jetzt tatsächlich tue, das bleibt natürlich ein Rätsel. Ich brauche mal wieder etwas. Du brauchst doch ständig irgendwas. Ich habe gerade Popel gesammelt. Geil. Hilfe, meine Katze vibriert. So. Ist sie krank? Wie kann ich dir helfen? Muss ich jetzt Mund-zu-Mund-Beatmung machen? Mal auf, ich nehme jetzt nochmal 24 Cassiterite. Bright und wofür dann. Wofür ist das überhaupt da? Ich glaube, da wird Zinn draus, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Ja. Kann man das nicht irgendwie verdoppeln oder so? Ja, wenn wir einen Maserator haben, können wir das machen, aber ich wollte zumindest schon mal so einen Anfang machen, dass wir zumindest mal was haben hier. Kann man hier eigentlich. Wir haben doch schon einiges an Zinn. Ja, das kann man machen. Dann pass mal auf. Dann tue ich jetzt mal 8 Steine da oben rein. Außerdem klaue ich mir mal eine von den Crafting-Boxen hier. Ah! Scheiße, warst du gerade dran? Das wusste ich nicht. Doch, das wusstest du. Du wolltest mir nur Böses. Ja, hast mich erwischt. Tut mir leid. Ja gut, du hast mich wieder erwischt, es tut mir gar nicht leid. Tacket leid. Es tut mir Tacket leid. So funktioniert Cross-Promo. Ja, ganz genau. Mach interne hier. Cross-Promo. Ja. So, ich hatte gerade gezweifelt. Super Tweaker! Lol, was ist denn? Hast du die elektrische gemacht oder was? Nein, Extractor. Ach so, ja, das ist natürlich wirklich eine super Tree-Tap. War das so? Ja. Ich habe jetzt gezaubert. Ich habe jetzt gezaubert. Guck mal, was wir jetzt hier Tolles haben. Guck es dir an und staune. Einen Project-Table? Das ist doch cool. Guck mal, da kann ich jetzt zum Beispiel das Eisen hier reintun und ich kann hier Holz reintun. Und Cobblestones. Ja, wir extrahieren. Dann ich nehme jetzt den Gummi. Machen. Kann damit nichts machen. Doch, hier Bedbox, da. Ich kann sogar noch ein. Achso, das ist ein Auto-Project-Table. Aha. Also das ist sozusagen sowas wie ein Auto-Crafting-Table, ne? Ja, wahrscheinlich. Nimm mich jetzt mal ganz stark an. Aber meine lieben Freunde, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Wir sind schon wieder voll am Ende. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Der Torge macht da eben noch schnell fertig. Und ich stelle mich hier mal eben irgendwo hin. Guckt doch mal so raus hier, unsere Aussicht. Wow, so wunderschön, so wunderschön. Richtig schön. Wunderschön. Und dann, meine lieben Freunde, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war's auch leider schon wieder mit Tekkit Legends. Falls du die nächste Folge nicht verpassen willst, lass doch einfach ein Abo da.